und rufe auf Tagesordnungspunkt 51 den Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsplätze der K&S-Werke sichern, Drucksache 19-3600, hierzu auch den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19-3621, zusammen mit Tagesordnungspunkt 56, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend rechtssichere und tragfähige Lösung für den Ausgleich von Ökologie und Ökonomie am Kali-Standort in Nord- und Osthessen, Drucksache 19-3620. Die vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Lenders von der FDP-Fraktion gemeldet. Da sehe ich einen Geschäftsordnungsantrag. Es hat sich erledigt. Die Frau Ministerin ist da. Hat sich erledigt. Dann erteile ich Herrn Lenders für die FDP-Fraktion das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hätte mich auch gewundert, wenn Frau Staatsministerin Hinz sich dieser Debatte nicht gestellt hätte. Das kennen wir gar nicht anders, als dass Sie bei dem Thema da sind. Meine Damen und Herren, warum wir diesen Dringlichkeitsantrag gestellt haben, weil wir halt kurz vor der Sommerpause sind. Und wenn es richtig war, diesen Antrag zu stellen, dann brauchen wir nur einen Blick in den Antrag zu werfen, der jetzt von Bündnis 90, die Grünen und von der CDU gekommen ist, der am Ende aller Tage wirklich nichts Substanzielles beinhaltet, sondern im Gegenteil dann auch noch sagt, im Punkt 2, dass die Einschränkungen, die wir im Moment haben in der Produktion oder dass die fehlenden Genehmigungen zur Einschränkung in der Produktion des Unternehmens führen kann. Meine Damen und Herren, das ist Status quo. Wir haben Einschränkungen bei dem Unternehmen. Wir haben eine gravierende Einschränkung in der Produktion seit Anfang 2016. Mehr als 60 Tage Kurzarbeit von 1.000 Beschäftigten in dem Werk Werra, in den Standorten Hattenhof und Unterbreitsbach. Meine Damen und Herren, das operative Ergebnis im zweiten Quartal des Unternehmens ist um 95% eingebrochen. Wir haben eine massive Verunsicherung der Belegschaft. Wir müssen damit rechnen, dass die Kommunen weniger Gewerbesteuereinnahmen haben. Und, meine Damen und Herren, es fehlt am Ende immer noch die Planungssicherheit für das Unternehmen. Sie haben die FDP-Fraktion in all den Monaten an Ihrer Seite gehabt, was den Vierphasenplan anbelangt. Und Sie haben uns sicherlich auch immer an der Seite gehabt, dass wir vernünftige Lösungen brauchen, was z. B. die Werra-Pipeline anbelangt. Da war Ihre eigene Fraktion ja schon längst in den Büschen. Da haben wir immer gesagt, den Weg, den Sie da eingeschlagen haben, der ist richtig. Aber mittlerweile sind wir an einen Punkt gekommen, wo die Landesregierung in der Verantwortung steht, was die Genehmigung der Versenkung anbelangt. Meine Damen und Herren, das Unternehmen, dem Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals. Das ist, leider Gottes ist das sehr, sehr traurig, dass wir uns mittlerweile hier vor der Sommerpause in so einer Situation befinden. Ich hatte bis dahin gehofft, dass diese Landesregierung in der Lage ist, eine vernünftige Lösung herbeizuführen. Bisher spielt aber scheinbar das Regierungspräsidium auf Zeit. Es wird dringend, dringend Zeit, dass Sie den Druck erhöhen auf die Genehmigungsbehörden, dass wir diese Übergangslösung beenden und dass wir Sicherheit für die Beschäftigten an den Standorten finden und dass wir eine Planungssicherheit für das Unternehmen bekommen. Meine Damen und Herren, es wird jetzt die Sommerpause kommen, und die schwierigen Monate für das Unternehmen Kali und Salz stehen jetzt erst bevor, weil es weniger Niederschläge geben wird. Dann steht denen sozusagen die Lauge bis zur Kinnlade. Meine Damen und Herren, wenn wir das Unternehmen wirklich nicht gefährden wollen, wenn wir die Arbeitsplätze nicht gefährden wollen, dann ist hier dringender Handlungsbedarf. Wir können Sie nur auffordern, unserem Antrag einigermaßen wohlwollend gegenüberzustehen, aber auch die Sommerpause zu nutzen, um in dem Genehmigungsverfahren endlich voranzukommen. Dann hoffe ich, dass wir diese Debatte, wenn wir denn die Sommerpause rum haben, in einer etwas anderen Richtung führen können.
Es ist eine große Sorge, die im Moment angebracht ist. Die Kollegen von der Sozialdemokratie haben freundlicherweise auch noch einen Änderungsantrag eingebracht. Den wollen wir gerne auch diskutieren. Und ausnahmsweise wollen wir das auch einmal im Wirtschaftsausschuss diskutieren. Würde mich einmal interessieren, was der Wirtschaftsminister eigentlich zu der Sache zu sagen hat. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Landau zu Wort gemeldet. Lieber Herr Lenders, ich will mal mit einem Wort beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, wo Sie eben, nein, ich habe nicht vergessen, wo Sie eben sagten, mit Wohlwollen, ich stehe Ihnen mit Sicherheit auch sehr wohlwollend gegenüber. Aber was den Antrag angeht, muss ich schon festhalten, das ist so ein Stück weit aus unseren Augen Aktionismus in schwieriger Zeit. Ja, es ist eine schwierige Zeit für K+S. Und ich glaube, viele Kollegen von uns haben nicht abgesehen, dass es zu so vielen Produktionseinschränkungen, zu so vielen Tagen mit Kurzarbeit kommt. Inzwischen sind es ja 70 Tage, wenn man das im Juli jetzt noch mit hinzurechnet. Ich glaube, das haben wir nicht ganz so gesehen. Wir haben zwar schon gewusst, dass es dazu kommen würde. Insofern ist es eine wirklich schwierige Zeit. Aber ich will noch einmal darauf zurückkommen. Ich glaube, Ihr Antrag hilft in dieser Situation nicht weiter. Warum tut er das nicht? Sie bringen auch Allgemeinplätze. Also in Punkt 1 sagen Sie, wie wichtig K+S ist. Das haben wir hier immer betont. Klar, das kann man auch einmal mehr betonen. An anderer Stelle, z.B. in dem Punkt 5, führen Sie an die vielen Investitionen, die getätigt worden sind. Auch das haben wir hier schon oft erwähnt. Klar, es schadet nicht, es einmal mehr zu tun. Ich will damit nur deutlich machen, in dieser Situation heute hier einen solchen Antrag als dringlich hier einzubringen, dem entbehrt schon ein Stück die Grundlage. Was Sie ja auch schon an anderer Stelle hier und im Ausschuss vorgetragen haben, das Regierungspräsidium arbeitet aus Ihrer Sicht nicht so, wie Sie sich das wünschen. Sie haben wörtlich eben gesagt, die Landesregierung möge Druck ausüben. Also ich glaube, das Regierungspräsidium, nein, ich bin überzeugt davon, dass es nach Recht und Gesetz arbeitet und dass es keines Druckes bedarf, um eine ordentliche Arbeit abzugeben, die heißt, dass man das, was man von Unternehmen vorgelegt hat, zur Genehmigung, dass man das sorgfältig abarbeitet, sorgfältig prüft. Und wenn Unterlagen halt noch nicht so sind, dass man sie bearbeiten kann, dass man sie beim Unternehmen nachfordert, also dann hier zu sagen, also da müsse Druck ausgeübt werden, dann wird es eine fahrige Arbeit, die hinterher sicherlich vielleicht auch nicht mal die Rechtssicherheit hat, die Sie gerade angesprochen haben. Was ich ganz deutlich sagen möchte für die CDU-Fraktion, wir freuen uns darüber und signalisieren jetzt schon jede Unterstützung, wenn K+S erklärt, dass man jetzt auch ganz viele alternative Methoden der Entsorgung prüft, dass man neue Wege der Entsorgung prüft. Ich will nur zwei hier anführen. Das eine ist die Berieselung der Halden. Das andere sind Kavernen, in die man dort die Salzlauge, ohne dass man sie vorher eingedickt haben muss, unter Tage bringen kann, dass man solche Wege jetzt prüft, einfach um auch hier Entlastung zu schaffen und zu warten mit solchen Zwischenlösungen, bis denn das von Ihnen eingeforderte und von uns auch herbeigesehnte Konzept steht, wo man sagen kann, jetzt ist langfristig die Sicherheit da. Wir haben ja das mit dem Masterplan und auch mit dem Vier-Phasen-Plan ganz deutlich skizziert, wo der Weg hingehen muss. Er wurde ja auch weitestgehend vom Unternehmen so mitgetragen. Aber es sind natürlich auch die rechtlichen Voraussetzungen erst einmal alle zu schaffen. Und eine Übergangsregelung, die wir extra deswegen ja auch sozusagen eingeleitet haben, schafft ja dem Unternehmen auch Luft, wenn die anderen Dinge halt noch nicht so beschieden werden können, wie sich der ein oder andere im Unternehmen und auch hier das wünscht. Also, ich komme zum Schluss.
Wir bedauern es außerordentlich, dass der Werra-Stand mit Niedrigwasser, man glaubt es ja gar nicht, alle haben einen verregneten Sommer eigentlich vor Augen, dass aber offensichtlich die Werra doch nicht genügend Wasser führt, das in den vereinbarten Mengen eingeleitet werden kann, und dass daher der Notstand auch entstanden ist. Das bedauern wir außerordentlich. Und wir werden von unserer Seite alles daran tun, zusammen mit dieser Landesregierung, dass wir ganz schnell zu einer Situation kommen, die den Beschäftigten, die dem Kali-Standort die Sicherheit, die Perspektive für die Zukunft gibt, die wir Ihnen auch zubilligen wollen und müssen. Vielen Dank. Danke, Herr Landau. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Warnecke das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Stimmung im Werratal ist null, nahe null. Auf Politikspielchen haben die Kolleginnen und Kollegen null Bock. Und gerade haben wir K&S noch vor der Übernahme von Potash gerettet. Mit vereinten Kräften reißen die Hiobsbotschaft nicht ab. Erinnern Sie sich noch an diesen Zettel, den ich am 16. Dezember im Landtag hochgehalten habe? Herr Landau, Sie sagen gerade, Sie hätten nicht gewusst. Das war damals schon die Rechnung. Dass 7 Millionen nicht in 5,5 Millionen gehen, das hat niemanden überrascht. Das war alles vorhersehbar. Und in der Aprilsitzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben CDU und LINKE noch gemeinsam behauptet, es gäbe keine Notwendigkeit für ernsthafte Produktionskürzungen. Was sind die Konsequenzen dieses ungeheuerlichen, bis heute nicht zurückgenommenen Vorwurfs? Kurzarbeit, dauerhafte Kurzarbeit, nicht zu vermeidende Kurzarbeit, politisch induzierte Kurzarbeit. Eigentlich ein Euphemismus, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben schlicht keine Arbeit. Und die Reaktion, die ich hier gerade gehört habe, der Koalition bzw. insbesondere von der CDU, ich darf sie mal vorlesen. Der Landtag begrüßt, dass die Genehmigungsbehörde im Dialog mit dem Unternehmen eine rechtssichere Übergangslösung bis zur endgültigen Entscheidung über den Versenkantrag erteilt hat, die die Belange des Unternehmens und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die umweltrechtlichen Grundlagen zum Schutz des Wassers in vollem Umfang berücksichtigt. Haben Sie das gelesen? Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, das sind also deren Interessen, Kurzarbeit zu machen, schreiben Sie hier als CDU und Grüne. Das sind die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kurzarbeit zu gehen. Sie sollten sich mal schämen, meine Damen und Herren. Warum ist das so empörend? Weil wir Ihnen ja in der Tat glauben, dass die Produktionseinschränkungen aus dem sogenannten Masterplan Salz ernst gemeint sind. Das ist nämlich einer von den zwei Punkten. Die Hälfte der zusätzlichen Forderungen heißt Produktionseinschränkungen. Was versprechen Sie sich davon? Die Fixkosten werden nicht sinken. Bei den Variablen sind sehr viele nicht auf null reduzierbar, sondern belasten jede noch geförderte und jede noch zu Produkten verarbeitete Tonne. Und übrigens, das ist das Einmaleins des Bergbaus, der Betriebswirtschaft des Bergbaus seit den Fuggern. Vernebelt etwa das Gerede um Virtualität, die dreiste Geldschöpfung von Spekulanten, den Sinn für die harte, reale Güterproduktion? Und kommen Sie nicht mit dem Argument des niedersächsischen Umweltministers. Mein Respekt vor dessen Tun und Politik ist auf null gesunken. Ein Minister, der gut 100 Millionen Kubikmeter Chlorid in die Nordsee pumpen lässt, und die 5,5 Millionen aus Hessen sind der Untergang der Nordsee. Gleichzeitig lässt sich aber dieser Minister dazu ein, dass in die Elbe einen Brackwasserfluss, ein Chemiewerk, umgerechnet 10 Millionen Kubikmeter Chlorid einleitet. Ein Chemiewerk, meine Damen und Herren, kein Rohstoffproduzent. Kein Rohstoffproduzent. Und gleichzeitig wird mit Vertragsverletzungsverfahren der EU gewedelt. Welcher EU eigentlich? Einer EU, die zulässt, dass ein deutsches Fließgewässer nicht 2.500 Milligramm, sondern 15.000 Milligramm Chlorid trägt? Mit dieser EU argumentieren Sie? Glauben Sie ernsthaft, dass das die Grundlage ist, um diesem Unternehmen zu helfen? Nein, meine Damen und Herren, es geht hier um etwas Fundamentales. Es geht darum, dass eine Erfolgsgeschichte von K&S kaputt gemacht werden soll. Von 91 bis 99 hat eine, vielleicht können die Grünen zuhören, eine rot-grüne Landesregierung mit K&S eine drastische Reduzierung der Restwässer im Rahmen des ökonomisch Machbaren durchgesetzt. Nicht irgendwie, sondern konkret und angepasst. So angepasst, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht die Zeche zahlen. In dieser Zeit wurde die Werra-Einleitung von umgerechnet gut 80 Millionen auf 5,5 Millionen gesenkt. Unter Rot-Grün. Und die Versenkung wurde ebenfalls reduziert. Übrigens da nicht im Wesentlichen wegen Rot-Grün,
sondern weil damals der Betriebsratsvorsitzende Erich Wolff von der IGBCE sich um den Untergrund Sorgen gemacht hat. Die Arbeitnehmer haben das maßgeblich im Unternehmen, auch gegen so manchen im Vorstand, diskutiert. Das Ergebnis ist, dass wir von ungefähr 20 Millionen Kubikmetern jetzt bei bummelig 2 gelandet sind. Wenn Sie sich das alles so ein bisschen mal durchdenken, für viele Industrieunternehmen, für viele Dinge, die wir so täglich gebrauchen, vor Augen führen, dass in einem Zeitraum von nicht einmal 20 Jahren eine Reduzierung um fast ein Zwanzigstel erreicht wurde, dann frage ich mich, warum wir unbedingt hinterher sind, in einem Unternehmen, das sozial verantwortlich handelt, wo die Leute gut bezahlt werden, wo es keine Kinderarbeit gibt, wo die Umweltverschmutzung, über die wir immer reden, sich noch im Rahmen hält, wo es kein Kohlekraftwerk gibt, sondern die teuerste Form der CO2-basierten Produktion von Energie stattfindet, nämlich auf Erdgasbasis, wo all das gemacht wird, wo man da auf die Überlegung kann, noch einmal die Daumenschrauben anzusetzen. Dies ist für uns schleierhaft. Und vielleicht noch einmal ein letztes Argument, meine Damen und Herren, zur Klärung. Wir haben viele Kommen Sie zum Schluss, Herr Warnecke. Wir haben viele, deshalb vielleicht der letzte Punkt. Viele Industrieunternehmen, die vieles produzieren. Bei Kali und Salz geht es pro Tonne um 250 €. Da meinen einige, richtig draufsatteln zu können. Wenn wir in unserer Industriegesellschaft um Produkte, mit denen gerade Herr Bellino beispielsweise spielt, reden, wo wir pro Tonne wahrscheinlich 1 Million kriegen und da dann Auflagen machen müssen, damit die mal die Produkte ordentlich produzieren, da wird überhaupt nicht drüber geredet. Also, die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist am Ende, wollen wir diesem Unternehmen helfen oder wollen wir dieses Unternehmen kaputt machen? Und ich darf, weil ich sagte, der letzte Satz. Ja, deswegen in reden wir jetzt nicht Thüringen, mehr darüber, Herr Warnecke. Ja, den letzten Satz kann ich vielleicht sagen. Im koalitionsverliebten Thüringen, da gibt es ja drei Parteien, hat jetzt der Ministerpräsident verkündet, im Zusammenhang mit der Kali-Produktion in Thüringen zu ihrer umweltpolitischen Aussage aus dem Koalitionsvertrag eine Neufindung finden zu müssen, nachdem er in dem schönen Unterbreitsbach gewesen ist, bei Kali und Salz. Ich glaube, dass das auch für die hiesige Landesregierung, für den Wirtschaftsminister und für den Ministerpräsident zwingend erforderlich ist, weil es so nicht weitergeht. Glück auf. Danke, Herr Warnecke. Für die Fraktion der LINKEN erteile ich Frau Schott das Wort. Damen und Herren, wir haben. Meine Damen und Herren, ich bitte die Diskussion quer durch den Raum mit der Regierungsbank von beiden Seiten jetzt einzustellen, auch seitens der Geschäftsführer. Meine Damen und Herren, das Wort hat die Abgeordnete Schott für DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind ganz und gar bei der FDP, wenn es um den Titel des Antrags geht. Die Arbeitsplätze in der Kali-Industrie zu sichern, ist uns ein wichtiges Anliegen. Dann ist aber auch schon Ende mit den Gemeinsamkeiten. Der Weg, den Sie aufzeigen, wird zwangsläufig zum Verlust der Arbeitsplätze führen. Die sonst so gesetzestreue FDP kümmert sich mit ihrem Antrag nicht im Geringsten um geltendes Recht. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie das Wasserhaushaltsgesetz, wie hier schon vielfach vorgetragen, verbietet die Lösungswege, die hier von FDP und SPD verlangt werden. Aber auch CDU und GRÜNE verlangen mit der Umsetzung des Vierphasenplans der hessischen Umweltministerin die Fortsetzung rechtswidriger bzw. strafbarer Handlungen. Die Genehmigung der Versenkung, gleich ob befristet oder übergangsweise, und gleich, ob das Grundwasser bereits durch frühere Versenktätigkeiten versalzen ist, ist rechtswidrig. Und dass die Versenkung des Grund- und Trinkwassers schädigt, ist dem Regierungspräsidium Kassel sowie dem Umweltministerium seit Langem bekannt. Das belegen Unterlagen, die Hans Ries, ehemaliger Bürgermeister von Heringen, veröffentlicht hat. Und das zeigt bei der Hausdurchsuchung im letzten Jahr in der K+S-Zentrale sichergestellten Mailverkehr. Die Manager von K+S wussten seit Jahren, dass die Versenkung von Salzabwasser in das Grundwasser ein ernstes Problem darstellt.
Das Unternehmen setzt aber seit Jahren auf den Druck, den es mit den Arbeitsplätzen aufbaut, und verweigert konsequent eine Modernisierung der Produktion. Jahrelange sinnlose Debatten über eine Nordsee-Pipeline, zu der K&S immer gesagt hat, wir wollen keine Pipeline bauen, haben dem Unternehmen Zeit geschaffen, und es konnte mit wenig Aufwand wirtschaftlich sehr erfolgreich produzieren. Dieser Erfolg hat ihnen ermöglicht, sich in Kanada anzusiedeln, und nicht wenige befürchten, dass das die Exit-Strategie des Managements ist. Genau dasselbe Spiel wird seit Jahren mit dem sogenannten dreidimensionalen Grundwassermodell gespielt. Alle Beteiligten wissen, dass das Modell nicht nachweisen kann, dass die salzhaltigen Abwässer das Grundwasser nicht gefährden. Denn alle Beteiligten wissen ebenfalls seit Jahren, dass die Abwässer an allen möglichen Stellen wieder aufsteigen oder natürliche Salzwasser durch Verdrängung an die Oberfläche oder ins Grundwasser pressen. Die Regierungen der Vergangenheit sowie die jetzige stützen dieses Theater, um durch immer weitere Genehmigungen statt dem Unternehmen klipp und klar zu sagen, wie umweltgerecht zu entsorgen ist, so wie es die Kommission der Europäischen Union eindeutig fordert. Durch die Genehmigung dieses Ökodumpings haben sie entscheidenden Anteil an der aktuellen Zuspitzung der Entsorgungskrise bei K&S und der Gefährdung von Arbeitsplätzen. Aus dem Regierungspräsidium Kassel gibt es deutliche Signale, dass eine neue Versenkgenehmigung für K&S in weite Ferne gerückt ist. Ein im Juni in Auftrag des Verwaltungsgerichts Kassel erstelltes Gutachten beurteilt die aktuelle Version des von K&S zum Nachweis des Verbleibs der versenkten Abwässer vorzulegende 3D-Modell als nicht prognosefähig. Es seien noch 3 bis 5 Personenjahre Arbeit zu leisten, bis ein taugliches Modell vorliegen könnte. Auch das Regierungspräsidium Kassel und das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hatten das Modell geprüft und für nicht aussagekräftig befunden. Wie gewöhnlich hat die hessische Umweltministerin Priska Rinz dazu nicht informiert. Die ohnehin rechtswidrige Übergangsgenehmigung wird also Ende des Jahres nicht verlängert werden können. Dass es ohne den Nachweis des sicheren Verbleibs der Salzabwässer auch keine neue Übergangsregelung geben darf, hat das Regierungspräsidium in dem letzten Bescheid selbst niedergelegt, kann man nachlesen. Ich möchte noch ergänzen, dass selbst wenn ein prognosefähiges Modell vorliegen sollte, das nicht automatisch heißt, dass die Prognose positiv ausfällt. Das Modell kann genauso gut bestätigen, dass eine Versenkung Grundwasser gefährdet. Aber das nur am Rande, und alle, die die Lage kennen, wissen, dass es das bestätigen wird, wenn es denn ordentlich funktioniert. Was wäre also jetzt zu tun? Die vorgelegten Schaufensteranträge, die, wie gesagt, zur Fortsetzung von rechtswidrigen Handlungen auffordern, helfen jedenfalls nicht weiter. Die hessische Landesregierung muss K&S jetzt auf eine nahezu abstoßfreie Produktion nach dem Stand der Technik verpflichten, und das nicht erst in 70 Jahren. Eine solche Verpflichtung ist durch das europäische Recht gedeckt. K&S muss den Bau der dazu nötigen Anlagen und die Zurückführung der Salzhalden in die Hohlräume unter Tage verbindlich zusagen, indem man eben nur Genehmigungen erteilt, wenn sie sich dazu bereit erklären. Sonst gibt es keine. Als Kompromiss, kommen Sie zum Schluss, Frau Schott. Ja, als Kompromiss könnte eine Zwischenlagerung von gesättigter Salzlage unter oder über Tage, beides ist zu prüfen, aber leider auch eine Verminderung der Produktion stehen. Das ist der Weg, der gegangen werden muss. Alles andere führt ins Aus. Danke, Frau Schott. Für die Fraktion der GRÜNEN erteile ich Frau Erfurth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit uns die Kolleginnen und die Kollegen von der FDP gestern diesen Dringlichen Antrag zu K&S präsentiert haben, habe ich mich gefragt, was denn im Laufe dieser Woche so Neues passiert ist, dass wir unbedingt diesen Dringlichen Antrag noch in dieser Plenarrunde behandeln müssen. Also auch, aber Ihre Ausführungen, Herr Lenders, haben auch nichts Neues gebracht, außer dass Sie die Presseerklärung vom Montag von K&S in Ihren Antrag eingearbeitet haben. Und dann habe ich mich erinnert, dass Sie in der Debatte im April gesagt haben, also, wir sollten auch einmal aufhören, über K&S zu reden. Sie haben damals noch erklärt, es wäre einmal gut, auch ein Plenum ohne K&S zu haben, und es gäbe auch wichtigere Dinge, über die wir reden können. Und es wäre klug, wenn man nicht jeden neuen Aspekt, den es über K&S gibt,
Inhalt politischer Debatten. Das habe ich nachgelesen. Können Sie selber sicher auch noch einmal tun. Aber Sie haben sozusagen bei der Not so groß bei der FDP auch mal wieder vorzukommen, dass Sie das inzwischen vergessen haben und das heute noch und das heute auch noch einmal eingebracht haben. Aber was ich erhellend fand heute in der Debatte, waren die Kollegen von der SPD. Herr Warnecke, ich schätze ja Ihr Engagement für die Gewerkschaften und für die Arbeitsplätze vor Ort. Das finde ich gut, richtig und wichtig. Aber was Sie gesagt, dass Sie gesagt haben, dass ein Unternehmen, dessen Umweltverschmutzung sich in Grenzen hält, das fand ich beachtlich. Das fand ich in der Tat beachtlich. Bisher war Konsens, zumindest habe ich es so verstanden, dass das Unternehmen Kali und Salz in beachtlichem Ausmaße Salzlauge produziert und unser gemeinsames Bestreben sein sollte, hier die Balance zwischen Umweltverschmutzung und Arbeitsplätzen und Wirtschaften herzustellen. Und genau das versucht Schwarz-Grün. Und wenn jetzt in den Beiträgen sowohl von der FDP, da habe ich es vielleicht auch gar nicht anders erwartet, aber auch bei den Sozialdemokraten das Wort Ökologie und Umwelt überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann finde ich das schon einen beachtenswerten Vorgang. Es war sehr erhellend für mich in der Debatte. Es war sehr erhellend. Und Herr Warnecke, Sie haben es auch an anderer Gelegenheit schon gesagt, es gäbe kein gutes Salz aus Niedersachsen und kein schlechtes Salz aus Hessen und wollen damit immer den Kollegen Wenzel aus Niedersachsen, mit dem ich an der anderen Stelle auch so meine Probleme habe, vorführen, weil er dagegen ist, das Salzwasser über eine Pipeline in die Nordsee einzuleiten. Ja, das kann man kritisieren. Wir wären vielleicht schon viel weiter, wenn wir eine andere Lösung gehabt hätten vor vielen Jahren. Ist aber nicht passiert. Und dann frage ich mich, was passiert eigentlich in der bei Ihnen in der Partei hier in Hessen, wenn wir uns darüber streiten, ob es denn eine Oberweser-Pipeline geben muss. Dazu höre ich nichts. Ja, dazu höre ich nichts. Ja, da habe ich sehr viel Engagement von der Kollegin Hofmeier, die ich auch sehr schätze, die sich gegen die Oberweser-Pipeline wehrt. Also von daher, vielleicht klären Sie es auch einmal bei sich im kleineren Rahmen. Dann können wir hier auch ein bisschen weiterkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen ja aus den umfangreichen Diskussionen im Umweltausschuss, dass die Versenkgenehmigung befristet erteilt wurde bis Ende dieses Jahres mit reduzierten Mengen. Das ist auch nichts Neues, Herr Kollege Lenders. Das wissen wir aus den vielen Diskussionen. Dieser Zustand ist unverändert. Wir haben eine befristete Einlaufgenehmigung mit verringerten Versenkmengen. Und da war es einigermaßen vorhersehbar, dass es auch bei Kali und Salz zu Engpässen kommen könnte. Das war jetzt nicht so überraschend. Aber was ich positiv finde, dass immer dann, wenn es scheint, dass es doch sehr, sehr eng werden könnte bei Kali und Salz, das Unternehmen auch einmal auf einmal auch sehr produktiv anfängt nachzudenken. Da hat ja auch der Kollege Landau darauf hingewiesen. Wie könnte es denn auch anders gehen? Ich habe vorher nie gehört, dass man z.B. auch Salz einlagern könnte in Kavernen oder dass es Möglichkeiten gäbe, die Lauge auch noch unter Tage zu bringen. Das wurde bisher immer bestritten. Immer. Von daher finde ich das eine gute Bewegung. Und von daher kann man ja vielleicht auch sagen, wenn der Druck groß wird, und bewegt sich auch einmal das Unternehmen. Und das finde ich auch eine ganz gute und richtige Entwicklung. Und, meine Damen und Herren, ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, das Unternehmen Kali und Salz hat ebenso wie jeder andere Antragsteller in Hessen und in der Bundesrepublik das Recht, dass sein Antrag nach Recht und Gesetz bearbeitet werden muss. Und machen soll. Sie das bitte knapp, Frau Erfurt. Ich mache das ganz knapp. Und dieser Antrag muss auch ordnungsgemäß geprüft werden. Und das machen die Genehmigungsbehörden. Das machen Sie bitte schön ohne Druck. Und so, dass die Genehmigungsbehörden sicher sind, dass das, was sie am Ende auch genehmigen, rechtssicher ist, weil wir alle das sehr genau beobachten und es auch gerichtlich geprüft werden wird. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurt. Für die Landesregierung hat sich Frau Staatsministerin Hinz zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Sie wissen, glaube ich, alle hier in diesem Hause, dass ich mich von Beginn meiner Amtszeit sehr bemüht habe um das Unternehmen Kali und Salz, sehr darum bemüht habe, eine Regelung zu finden, damit das Unternehmen auch weiterhin gut arbeiten kann. Und natürlich ist es bitter für die Beschäftigten des Unternehmens, wenn sie in diesem Jahr mehrfach Kurzarbeit haben, weil die Versenkgenehmigung eine übergangsweise Genehmigung ist bis Ende des Jahres und auch vom Volumen her begrenzt ist. Ich will aber doch einige Dinge einmal klarstellen. Erstens. Die Umweltministerin gibt keine Genehmigung, versagt keine Genehmigung, macht vor allen Dingen keinen Druck auf die Genehmigungsbehörde, in die eine oder andere Richtung zu prüfen, zu genehmigen oder Genehmigungen zu versagen. Das wäre schlicht und einfach rechtswidrig. Zweitens will ich deutlich machen, dass von Beginn an seit meiner Amtszeit regelmäßig Gespräche stattfinden mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Steiner, bei mir im Haus, wo wir uns über die Situation bei Kali und Salz austauschen. Und wir haben zur Verblüffung aller nicht nur den Vier-Phasen-Plan gemeinsam vorgestellt, sondern am Ende habe ich es auch geschafft, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, der Umweltminister, der Anrainerstaaten, einen gemeinsamen Bewirtschaftungsplan auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das haben viele so in diesem Hause dann doch nicht erwartet. Was ich allerdings einigermaßen verblüffend finde, ist nicht die Rede der FDP. Das war in etwa so zu erwarten jetzt auch mit dem Antrag. Einigermaßen verblüffend finde ich immer wieder die Art und Weise, wie die SPD mit diesem Thema umgeht, ja? Je nachdem, wer von Ihnen zu diesem Thema spricht. Einmal sind es nur die Arbeitsplätze, die in einer Rede hervorgehoben werden, wo sich alles rund um die Wirtschaftlichkeit und die Frage Existenz der Arbeitsplätze richtet. Und einmal ist es nur das Umweltthema, die Gewässerqualität, und die Frage, wie eigentlich K&S dazu gebracht werden kann, möglichst rasch die Gewässerqualität herzustellen. Und einigermaßen verblüffend finde ich es, Herr Abg. Warnecke, wenn Sie sagen, es gäbe eine politisch induzierte Kurzarbeit. Das finde ich schlichtweg gesagt eine Unverschämtheit. Ich habe mit dem Vorstandsvorsitzenden Steiner von Kali und Salz im Jahr 2014 im Herbst, vorgestellt den Vier-Phasen-Plan, in dem die Versenkgenehmigung übergangsweise in Aussicht gestellt wurde, in Verbindung mit einem funktionierenden 3D-Modell, das schon mit der letzten Versenkgenehmigung als Auflage verbunden war. Um das hier noch einmal deutlich zu sagen, es war schon einmal Auflage. Und der Herr Steiner, das ist vielleicht in der damaligen Verblüffung bei Ihnen untergegangen, hat damals in der Pressekonferenz, weil ich eine Pressekonferenz mit ihm zustande gebracht habe, ja? Deswegen die Verblüffung, er hat damals ausdrücklich gesagt, das ist das In-Aussicht-Stellen einer Genehmigung. Aber natürlich weiß ich als Vorstandsvorsitzender, dass für eine Versenkgenehmigung ein Antrag vorliegen muss, der von der Behörde rechtmäßig geprüft wird. Und erst dann kann die Behörde entscheiden, ob eine rechtmäßige Genehmigung gegeben werden kann. Es gibt keinen Anspruch auf eine Genehmigung, hat Herr Steiner damals gesagt. Anscheinend haben Sie ihm entweder nicht zugehört, oder die SPD hat bis heute noch nicht begriffen, wie eigentlich die Wege sind hin zu einer rechtsgültigen Genehmigung.
Frau Hinz, ich erinnere an die Redezeit der Fraktionen. Ja, es tut mir leid, aber ich glaube, bei diesem Thema muss ich jetzt doch ausführen, und da will ich auch nicht rütteln. Ich glaube nicht, Herr Abg. Rudolph, dass Sie mir bislang da irgendeinen Vorwurf machen konnten. Ja? Ja? Herr Kollege Rudolph. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werfen Sie einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne wartet auf uns, und lauschen Sie der Staatsministerin. Meine Damen und Herren, Kali und Salz hatte die Aufgabe, für eine übergangsweise Versenkgenehmigung bis zum Jahr 2021 längstens einen Antrag vorzulegen und dafür auch ein 3D-Modell in Auftrag gegeben. Die Unterlagen wurden erst, wie Sie genau wissen, im Jahr 2015 im April vorgelegt. Auf das Modell gab es erst ab Oktober 2015 seitens der Genehmigungsbehörde Zugriff. Deswegen konnte auch zum November keine solche Übergangsgenehmigung gegeben werden, die auf einem solchen 3D-Modell, aus einem solchen 3D-Modell resultiert, sondern nur eine Übergangsgenehmigung. Damit war allen klar, dass die Frage der Versenkung auch abhängig ist von dem Wasserstand der Werra. Das wussten wir. Das weiß das Unternehmen und wusste das, und das wusste natürlich auch der Betriebsrat, damit die Beschäftigten. Das ist bitter, das weiß ich, aber das war kein Verschulden und ist kein Verschulden der Genehmigungsbehörde. Die Genehmigungsbehörde arbeitet seit Monaten daran, mit den Gutachtern des Regierungspräsidiums, den Gutachtern von K&S und dem Hallnuck, dieses 3D-Modell zu kalibrieren und damit prognosefähig zu machen. Es finden auch in dieser Woche wieder Statusgespräche statt. Sie können sicher sein, dass wir bis zum Ende des Jahres, wenn die Übergangsgenehmigung ausläuft, dazu auch in der Genehmigungsbehörde Position beziehen können. Natürlich ist es so, dass Kali und Salz aufgrund des niedrigen Wasserstandes sich jetzt um Alternativen bemüht. Es wäre natürlich hilfreich gewesen, solche Alternativen auch frühzeitiger ins Auge zu nehmen. Aber ich glaube, dass dieses jetzt auch noch möglich ist. Meine Damen und Herren, die europäische Gesetzgebung gilt, Herr Warnecke. Man kann nicht nur Europa in Sonntagsreden schönreden, sondern man muss auch akzeptieren, dass europäische Gesetzgebung gilt. Das gilt eben auch mit der Wasserrahmenrichtlinie. Deswegen achten wir auch darauf, dass die Wasserrahmenrichtlinie eingehalten wird. Ich habe immer gesagt, dass es notwendig ist, dass das Unternehmen sich so aufstellt und von uns auch so begleitet und unterstützt wird, dass es auf der einen Seite die Wasserrahmenrichtlinie einhält, auf der anderen Seite auch natürlich seine betriebliche Existenz behält, weil wir damit auch sichern, die Investitionen, die notwendig sind, über den Tag hinaus, damit die Gewässerqualität auch über 2030 hinaus verbessert werden kann. An diesem Stand hat sich nichts geändert, und wir werden weiter mit K&S gerne daran arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie nicht immer unterschiedlich reden würden, sondern gemeinsam
mit mir dafür einstehen würden, dass die Gewässerqualität besser wird, dass K&S seine Hausaufgaben macht und damit auch der Betrieb gesichert wird und dass, falls es notwendig ist und die Oberweser-Pipeline kommen muss, auch die SPD-Abgeordneten, egal ob sie vom Landtag kommen, ob sie von den Kreistagen kommen oder ob sie vom Bundestag kommen, auch für diese Pipeline gemeinsam mit uns einstehen. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Für die SPD-Fraktion hat sich nochmals Herr Warnecke zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Frau Ministerin! Wenn Sie, und das haben Sie ja gerade getan, Kolleginnen und Kollegen aus Kommunalparlamenten ansprechen und insbesondere auf die Sozialdemokratie abheben, so darf ich zumindest für den Unterbezirk Kassel-Land oder Landkreis Kassel-Land sagen, dass das, was Sie hier kritisiert haben, einstimmige Beschlüsse des dortigen Kreistages waren. Und jetzt ist das Problem, dass offenkundig die GRÜNEN und die CDU das, was Sie an uns kritisieren, nur sind wir nicht Regierungspartei, ebenfalls betreiben. Wie gehen Sie damit um? Der Vorwurf, den Sie gerade formuliert haben, war allein Wohlfeiler, weil offenkundig eine Region, und ich kann Argumente durchaus nachvollziehen, und Kali und Salz hat da zweifelsohne Fehler gemacht, wer 80 Hektar Stapelbecken in die Welt setzt, muss sich nicht wundern, dass die Leute vor Ort fragen, habt ihr keine anderen Sorgen? Wenn aber dort einstimmig von allen Parteien dies beschlossen wird, sich die SPD auszugucken, um zu sagen, dass dort vorhandene Abgeordnete diese Kritik in den Landtag tragen, finde ich erstaunlich. Finde ich sehr erstaunlich. Finde ich sehr erstaunlich. Und das, meine Damen und Herren, darf ich vielleicht einmal in einem Punkt zuspitzen. In einem Punkt zuspitzen, der bei uns in der Kali- und Salzregion im Kreistag vorgekommen ist. Dort hat der neue CDU Fraktionsvorsitzende, nein, Entschuldigung, der Kreisvorsitzende der CDU gesagt, auf den Vorhalt, ja, immer wenn Wahlen sind, hält die CDU uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und insbesondere den Wählerinnen und Wählern vor, dass irgendwo ein Sozialdemokrat mal irgendwas gesagt hat. Weil die CDU immer im Boot ist. Ja, meint er, das wäre Wahlkampf. Nein, ich sage, das ist Heuchelei. Wenn man nämlich selber entsprechende Beschlüsse fasst, und dann der CDU-Bundestagsabgeordnete Helmut Heiderich die SPD bei uns attackiert, weil im Landkreis Kassel-Land Kreistagsabgeordnete Beschlüsse fassen, aber verschweigt, dass das dort ein einstimmiger Beschluss ist und seine CDU ebenfalls dabei ist, dann ist das genau der Grad an Heuchelei, der die Kolleginnen und Kollegen, der die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Politik verzweifeln lässt. Und insofern, wenn Sie die Kritik vorbringen, klären Sie es in den Reihen der GRÜNEN. Und wenn Sie dann zurückmelden können, dass die GRÜNEN solchen Beschlüssen nicht mehr zustimmen, und bei der CDU, wenn Sie das dann zurückmelden und sagen, die Sozialdemokratie wäre die einzige Partei, die, dann kaufen wir das Argument. Aber vorher nicht, Frau Ministerin. Der zweite Punkt, hatte ich nicht eingangs davon gesprochen, dass unter Rot-Grün eine Situation von umgerechnet 100 Millionen Kubikmetern mittlerweile auf 7 Millionen reduziert ist? Hatte ich nicht davon gesprochen? Hatte ich nicht von dem Erfolgsmodell Umwelt gesprochen? Und hatte ich nicht das zum Maßstab gemacht für ganz viele Industrien, liebe Kolleginnen und Kollegen? Und reden wir bei Kali und Salz eigentlich darüber, dass die ständig irgendwelche Grenzwerte verletzen, im Gegensatz zu vielem, was wir so hören, wo dieser Staat augenzwinkernd darüber hinwegsieht, nach dem Motto, ah ja, ist halt schwierig, wir müssen die Industrie retten, reden wir darüber hinweg? Warum wird Kali und Salz sich immer ausgeguckt als das Unternehmen? Es ist ein Rohstoffproduzent. Die machen aus 28 Millionen Tonnen 4 Produkte. Und das Chemiewerk, das ich dort genannt habe, das in Stade steht, wo jetzt ein Steinkohlekraftwerk gebaut werden soll, obwohl doch auf der anderen Seite Tennet die Leitung legt, dieses entsprechende Chemiewerk wird nicht belästigt mit Eindampfung und. Warum eigentlich nicht? Jetzt können Sie zu Recht sagen, da regiert ja Rot-Grün. In der Tat, das ist ja meine Kritik. Da gibt es doch diese übliche Nummer mit der eigenen Nase. Und mir scheint, dass beispielsweise der niedersächsische Umweltminister Wenzel Kali und Salz sozusagen als Ablenkungsmanöver für sein eigenes Versagen nutzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn ein Teil der Pipeline-Scheiterung, noch einmal, das sollte in den Jadebusen in die Nordsee geschickt werden, dieses Salz, ging aus ökologischen Gründen nicht. In das Brackwasser der Elbe allerdings 10 Millionen Kubikmeter einzuleiten, das geht locker. Ist ja auch nur Brackwasser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man solche Sachen sich vor Augen führt, dann fragt man sich immer, werden bei Kali und Salz besondere Maßstäbe angesetzt, damit wir uns abschließend nicht über einen Punkt streiten.
Jawohl, viele Möglichkeiten bei Kali und Salz sind immer wieder gegeben. Die hängen aber an einem Punkt, dem Weltmarktpreis. Ganz brutal. Das ist nämlich der Punkt. Wenn die 1.000 € pro Tonne kriegen, können wir hier über alles Mögliche reden. Wenn aber bei bergmännischen Kosten von 210 € die 300 kriegen, dann ist die Marge so knapp, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die sich dann fragen müssen, wenn sie nicht in vollem Betrieb laufen, wie sie dann die Kosten reinholen. Und das tun sie im Moment nicht. Und das ist das Problem, über das wir reden. Und vielleicht noch abschließend, wenn es jetzt heißt, eine Lösung wäre, mit riesigem Aufwand gespülte Kavernen, dessen Salz ja wo irgendwo hingegangen ist, jetzt wieder mit Salz zu füllen, statt Erdgas oder so etwas einzuleiten, wenn das die Auswege sind, die Sie, Frau Ministerin, hier nennen, dann merkt man doch, dass die Not so groß ist, da kann doch niemand Normales drauf kommen, dass man solche Ideen im wahrsten Sinne des Wortes anstrebt. Ja, ich sage doch gerade. Herr Warnecke, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz. Dann merken Sie doch, wie groß die Not ist. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Kali und Salz nicht mit voller Produktion produzieren kann, wird dieses Unternehmen ein Übernahmekandidat. Und die Verheißung von Frau Schott wird eine andere sein, die Zerschlagung von Kali und Salz Herr in Deutschland Warnecke, und Kanada bitte woanders Sie hin. Danke schön, Glück auf. So, jetzt kann ich mich endlich bei Ihnen bedanken, Herr Warnecke. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders, und ich betone wegen einiger Zwischenrufe, vollkommen berechtigt und gerechtfertigt zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, ich habe Herrn Lenders das Wort erteilt. Meine Damen und Herren, ich habe mich hier noch einmal zu Wort gemeldet, nicht um die Diskussion unnötig in die Länge zu ziehen, sondern um zwei Dinge mal versuchen klarzustellen. Einmal, Frau Inz, ich hatte es auch in der Rede gesagt, Sie hatten uns bei der Entwicklung des Vierphasenplans immer an Ihrer Seite. Aber was wir Ihnen halt nicht durchgehen lassen, ist, dass Sie permanent versuchen, das Bild zu zeichnen, dass das Regierungspräsidium nicht Teil der Landesregierung wäre. Es ist eine nachgeordnete Behörde. Und Frau Hinz, Sie haben die Fachaufsicht in dem Bereich. Also, wenn die Genehmigungsbehörde nicht vorankommt, weil es erklärlicherweise, das haben Sie immer transparent gemacht, einen Gutachterstreit gegeben hat in der Genehmigung, dann ist es Ihre Aufgabe, auch diese Behörde einzubestellen und zu sagen, wie kommt ihr eigentlich voran? Das ist exekutives Handeln, meine Damen und Herren. Und eins noch, der Herr Wagner weiß es alles besser, der schüttelt schon wieder den Kopf. Meine Damen und Herren, wir wussten, dass die Übergangsregelung, die getroffen worden ist, wir wussten, dass das ein Zeitfenster ungefähr April dieses Jahres beinhaltet, mit dem man mit dieser Übergangsregelung leben kann. Wir wussten, dass die Mengen, die dort genehmigt wurden, nur noch für einen Monat, für Monate gilt, wo wir mit häufigem Niederschlag rechnen dürfen. Warum beantragen wir heute diesen Dringlichkeitsantrag? Weil wir in die trockenen Monate hineinkommen und die Genehmigung immer nur noch eine Übergangslösung ist. Und, meine Damen und Herren, dann ist das jetzt Aufgabe, Frau Dorn, der Landesregierung, zu überprüfen, ob die Mengen in Ordnung sind oder ob man mehr versenken kann in dem Rahmen, was die Landesregierung bereits auch gemacht hat. Dann müssen wir uns einmal fragen, wie exekutives Handeln denn hier aussieht. Dass Sie vielleicht das Risiko eingehen, sich einmal eine Klage einzufangen. Meine Damen und Herren, angesichts der Gefährdung der Arbeitsplätze wäre dieses Risiko aber ein gangbarer Weg. Und das, genau das machen wir dieser Landesregierung zum Vorwurf. Sie haben keinen Mut zu handeln. Danke, Herr Lenders. Meine Damen und Herren, wir haben es fast geschafft. Mir liegen jetzt keine Wortmeldungen mehr zu diesen Tagesordnungspunkten vor. Verabredungsgemäß überweisen wir die Anträge, die mit den Tagesordnungspunkten verbunden sind, federführend in den Wirtschaftsausschuss und mitberatend in den ULA.